Okay, ja, wollen wir das mal probieren. Das waren zwei links. Ah, zwei rechts. Okay, zwei links. Zwei links, zwei rechts. Dann wieder drei links, glaube ich. Und dann wieder nach rechts, oder? 3, 3 und dann 4, 4. Ha? Oh! Oh, nee, das war's nicht. Okay. Okay, also 2, 2, 3. Eben ging gerade nichts mehr. 3. Fünf. Ah. Fünf, okay. So, 2, 2, 3, 3, 5, 2, 2, 3, 3. Ja, 5, 5. Viel mehr gibt es ja gar nicht mehr. 5, 5. Oder? Alles klar. Läuft. Okay. Dann untersuchen wir mal den Safe. Was haben wir hier? Briefe. Ein Brief. Schreiben an Anwalt. Mein lieber Freund, erlaube mir bitte meine Enttäuschung über deinen letzten Brief zu äußern. Ich bezahle dich, damit du mich verteidigst und nicht damit du mich beschuldigst. Kew Gardens ist eine königliche Einrichtung. Wir erhalten die großartige Möglichkeit, die ganze Welt zu bereisen und die wertvollsten und seltensten Pflanzen zu bewahren. Unsere Aufgabe besteht darin, solche Pflanzen zu schützen. Auch und vor allem vor jenen, die mit ihnen ihre dubiosen Geschäfte machen wollen. Diese göttliche Gesellschaft, von der du schreibst, hat kein Recht, solch wertvolle Pflanzen zu halten. Erinnere dich bitte an den Vorfall vom 14. Juni 1889. Aus diesem Grund möchte ich dich bei allem Respekt ein weiteres Mal bitten, Kew Gardens die Genehmigungen hinsichtlich dieser Pflanzen zu beglaubigen. Die entsprechenden Dokumente wurden dir am Montag zugeschickt. PS, wir sehen uns wie immer am Dienstag im Budels Montagne dann. Okay. Beschwerdebrief. Mr. Dunn, wir bitten Sie zum letzten Mal, uns unsere lieben Schwestern zurückzugeben. Sie haben nicht das Recht, sie gefangen zu halten. Sie gehören Ihnen nicht. Ihre sogenannten Genehmigungen sind allesamt ungültig. Sie verstecken sich hinter Lügen. Unter anderem hinter der Lüge, die in der Presse als der Vorfall vom 14. Juni 1889 verbreitet wurde. Da sind keine weiteren Details nötig. Was Sie getan haben, ist wahrscheinlich abscheulich. Seien Sie versichert, dass wir unsere Schwester niemals aufgeben werden. Wir haben Ihnen vertraut und bereuen das nun sehr. Die göttliche Gesellschaft. Was? Was geht denn hier? I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Schuldenübersicht. Schulden von Miss Margaret White an Mr. Montagnier Dunn. Vermietung einer Wohnung in der Oxford Street. Ein Stipendium für das Studium an der Universität von London. Kredite bei Hamilton, bei der Redigan House Schneiderei und beim Juwelier Beard & Sons. Okay. Hat er. Hat er. Verwenden. Müssen wir das. Haben wir eine Büste oder eine Skulptur? Das müssen wir in den Archiven gucken und hier müssen wir ein bisschen rumfragen und das machen wir. Wir gehen jetzt erstmal zum Albert. Albert. Und zum Hamish. Oh, was?
Trennung. Montagne Dunn hatte vor, Miss Whites Arbeitsverhältnis als Angestellte von Kew Gardens zu beenden. Ja, richtig. Whites soziale Lage. Margaret Whites Studiums und soziale Situation hingen vollständig von Montagne Dunns Vermögen ab. Okay. Da würde ich jetzt mal drauf losraten. Sie hat ihn nicht umgebracht. Oder zumindest ist die Chance gering. Wenn sie von ihm abhängig war. Gut, jetzt quatschen wir erst nochmal mit dem hier. Ey, hallo. Psst. Und dann holen wir Toby. Also wenn wir mit beiden gesprochen haben. What is your opinion of Albert as a student of botany? Useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work. And his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. Okay. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. Wow. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Ja, mit denen lief ja auch was, oder? Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montagu Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montagu Dunn. And he, why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Sie ist um ihn herum geschwirrt. Hamish's Motiv. Martin Hamish hatte ein Motiv. Er glaubte, Dunn habe ihm und seinen Vater das Leben ruiniert, indem er das ganze Lob für seine Verdienste einkam. Hamish wollte die Leitung der Gärten übernehmen, wusste jedoch, dass das nicht möglich war, solange Dunn lebte. Ja, ja, könnte sein. So, also ist sie um den Alten herumgeschwirrt, nicht umgekehrt. Oder habe ich es jetzt missverstanden? Ich dachte die ganze Zeit, er ist um sie herumgeschwirrt, weil er doch so ein Faible für Frauen und Damen und feine Gesellschaft hat und so weiter und so fort. Aber hat sie ihn umgarnt?
damit er weiter bezahlt. Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? Achso, mit der wollte ich ja gar nicht reden. Ich war jetzt voll fixiert auf die. Ich wollte da lang und mit dem Sohnemann nochmal reden. Wegen der Bewerbung vom Naval Yard College. Gell, da müssen wir nochmal mit ihm reden. Und wenn wir das haben, dann holen wir mal Toby. Hier ist er ja. Ich wollte gerade sagen, halt, wir waren doch hier. Hey, Kollege, was mit deiner Bewerbung für das College? I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Ha 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 ha. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. You truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. Okay. Hä? Hat sich jetzt hier was getan? Irgendwas Neues? Nee. Hier? Nee. Da ist nichts Neues dazugekommen, oder? Hä? Hab ich irgendeinen Hinweis jetzt? Alberts Motiv. Albert hatte ein Motiv für den Mord an seinem Vater, Montagne Duan. Dieser hatte seinen Traum zerstört, sich der Royal Navy anzuschließen. Durch den Mord hätte sich Albert nicht nur gerecht, sondern auch die Nachfolge seines Vaters als Direktor von Kew Gardens übernehmen können. Ja, aber das wäre ja dann wieder genau das, was er nicht will. Also er hat ja eigentlich so mit Pflanzen nichts zu tun. Er hat ja irgendwie so ein Faible für Schiffe und will zur Marine. Und wenn er seinen eigenen Vater umbringt, muss er ja quasi jetzt hier Botanik lernen und sich damit beschäftigen, oder? Sehe ich das falsch? Wir holen jetzt erstmal Toby. Oder? Toby müssen wir holen. Ach, und wir müssen auch im Archiv 2-3 Sachen machen. Setzen Sie Toby ein, um den ungewöhnlichen Geruch. Jawoll. So, dann holen wir mal Toby. Baker Street. Wer doch gelacht. Okay. Ich glaube, die drei, die geben sich fast gleichzeitig. Aber jetzt holen wir erstmal Toby. Come on, Toby. We have some work for you to do. Ja. Let us go to Kew Gardens. So sieht's aus. Komm, Toby. Wir haben ein bisschen was zu tun. Ab nach Kew Gardens wieder. Den Gerüchen dort folgen. Okay. Mal was anderes. Oh, jetzt lädt er aber lange, du. Toby! Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Okay. Bringen wir Toby zum... Search, Toby. Search. Ja, hier. Oh, Alter. Toby, wie fett bist du? Wie der Hund rennt. Rennt schon ein bisschen komisch, oder? Hä?
Hier habe ich ja noch gar nicht geguckt. Mhm. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle. With ja. Gold flakes. Ach ja. Tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Okay, ich glaube, ich muss mal ins Labor. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Muss ich jetzt, finden Sie heraus? Ich glaube, ich muss die untersuchen, oder? Die Reste. Ja, genau. Aber das macht nichts, ich muss nämlich eh ins Archiv. Aber wir haben immer noch nicht, rennt jetzt hinterher, wir haben noch nicht das Marmorstück da irgendwo einsetzen können, oder? Hier. Verwenden. Ein Marmorstück vom Boden des Kolonialhauses. Die Form der Beschaffenheit nachzuteilen ist es vermutlich ein abgebrochenes Stück einer Büste oder Skulptur. Warte mal, das Kolonialhaus, das war doch hier bei ihm. Oder? Hier. Palmen. Ah ne, hier sind die Palmen. Dann durch die Palmen durch. Oder? Müsste. Müsste. Hier müsste jetzt. Water Lily Greenhouse. Seerosen. Hallo. Hier. Hier ist ein Stück. Da ist ein Elefant. Aber man kann hier nichts machen. Von einer Büste oder Statue? Das ist der Elefant. Ah. Okay, seht ihr was? Bruchstück einer Büste. Verwenden. Ein Marmorstück vom Boden des Kolonialhauses. Der Form und Beschaffenheit nachzuurteilen, ist es vermutlich ein abgebrochenes Stück einer Büste oder Skulptur. So, aber das ist der. Das ist der Boden. Aber wo ist jetzt. Marmor. Da war noch so eine Skulptur. Da ist der Elefant. Oh, die Kamera ist so. So nervig. Da sind nur Pflanzen. Bilder, Pflanzen, Pflanzen. Was ist das? Es ist nur der Elefant und diese Skulptur hier vorne. Aber ich glaube, da ist einfach. Das ist doch das Kolonialhaus, oder? Nein, da stand die Collection drinne. Da stand die Kollektion drinne. Ist das hier das Kolonialhaus? Nee, das ist doch das Seerosenhaus, oder? Ups, falsch gelaufen. Hier ist die Wüste. Ich muss mal draußen auf eine Karte gucken. Karte war hier. Das Kolonialhaus. Palmhaus, da bin ich durchgelaufen. Das Bürogebäude. A map of Kew Gardens. Ja, aber das ist doch. Colonial Collection. Das ist das. Das ist das, wo ich da drinne bin. Water Lily Greenhouse. Nursery.
Warte mal, was ist denn hier? Haben wir irgendwo hier in dem Garten eine Büste stehen? Oder eine Statue? Nee. Das ist der Baum hier mit Sicherheit, der da angezeigt wurde. Sehr merkwürdig. Das ist das Kolonialhaus. Ich komme da aber auch nicht hin, irgendwie, um meine Wand abzutasten oder zu prüfen. Ja, da ist ein Felsen. Ja, dann würde ich fast schon sagen, wir fahren erstmal in die Baker Street und analysieren die Chemie und gucken in den Archiven, was wir da finden.